Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Programme unter Windows 10, 8 und 7 vom automatischen Start hinzufügt und daraus entfernt. Mit einfachen Worten, wie man sicherstellt, dass das gewünschte Programm beim Einschalten des PCs automatisch gestartet wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die meisten Dienstprogramme fügen sich während der Installation ohne Benutzerforderung automatisch zum Start hinzu. Es gibt auch Dienstprogramme, die nicht automatisch zum Start hinzugefügt werden oder überhaupt keine Startfunktion haben. Unabhängig von der Art dieses Programms ist es in Zukunft ziemlich schwierig, diese geschätzte Markierung in Programmeinstellungen zu finden, die das automatische Laden aktiviert und deaktiviert. Eine bequeme Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht daher darin, die im Betriebssystem integrierte Anwendungs-Startfunktion zu verwenden. Benutzer sind sich bewusst, dass ein neuer Computer normalerweise fliegt und nach einer bestimmten Betriebszeit langsamer wird. Das Vorhandensein einer großen Anzahl von Programmen beim Start wirkt sich negativ auf die Ladegeschwindigkeit und den Betrieb des Betriebssystems aus. Ob ein bestimmtes Programm für den Start benötigt wird, wird individuell bestimmt, basierend auf den Anforderungen eines bestimmten Benutzers. In diesem Video wird detailliert analysiert, wie ein Programm mit Hilfe der Standardeinstellungen und zusätzliche Dienstprogramme zum Start hinzugefügt und daraus entfernt wird. So, fangen wir an. Und wir beginnen mit einem einfachen Weg, dem Task Manager. Und es zu öffnen, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl plus Shift plus Escape oder klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie es hier aus der Liste aus. Wenn Sie im Task Manager keine Registerkarte Start haben, öffnen Sie das Fenster Ausführen und geben Sie den folgenden Befehl msconfig ein. Wie Sie sehen können, gibt es hier auch eine Registerkarte Start. Wenn Sie diese Registerkarte öffnen, werden die Programme angezeigt, die zusammen mit dem Betriebssystem gestartet werden. In der Liste der vorgestellten Programme müssen Sie nur das Programm finden, das Sie beim Start entfernen möchten. Klicken Sie dann einfach mit der rechten Maustaste drauf und klicken Sie auf Deaktivieren. Beim nächsten Start des Betriebssystems wird dieses Programm nicht mehr automatisch geladen. Die zweite Möglichkeit, das Programm mit Hilfe von Dienstprogramm von Drittanbieter von Start zu entfernen. Da ich CCleaner Programm bereits auf meinem PC installiert habe, werde ich es alles als Beispiel zeigen. Mit diesem kostenlosen Programm können Sie nicht nur den Papierkorb von Ihrem PC entfernen, sondern auch unnötige Programme beim Windows-Start deaktivieren. Gehen Sie dazu im Programm zum Menü Service und öffnen Sie hier den Abschnitt Automatisches Laden. Auf der Registerkarte Windows werden Informationen zu Programmen angezeigt, die automatisch mit dem Betriebssystem gestartet werden. Wenn der Benutzer zuvor Programme vom Start entfernt hat, haben diese Anwendungen eine durchscheinende Ansicht vor dem Hintergrund der aktuell aktivierten Anwendungen. Es gibt Informationen zu Anwendungen an, die sich beim Start befinden. Status, Registrierungsschlüssel, Name des Programms, Hersteller und Speicherort auf der Festplatte. Um Informationen über das Programm zu erhalten, wählen Sie die Anwendung aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie eines der Elemente im Kontextmenü aus. Ausschalten, löschen, Bericht speichern, im Registrierungs-Editor öffnen und im Ordner öffnen. Um eine Anwendung beim Windows-Start zu deaktivieren oder zu entfernen, markieren Sie ein Programm in der Liste der Anwendungen. Zum Deaktivieren klicken Sie auf die Schaltfläche Deaktivieren und um das Programm vom Start zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
Eine andere Möglichkeit, ein Programm vom Start zu entfernen, ist der Taskplaner. Alle geplanten Vorgänge werden im Taskplaner gestartet. Hier finden Sie auch Anwendungen von Autorun. Um es in der Suchleiste auszuführen, schreiben Sie den Taskplaner und führen Sie ihn aus. Öffnen Sie in TaskShuttler Local den Ordner TaskShuttler Library. Wählen Sie hier die automatisch gestartete Anwendung vom Start aus und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Deaktivieren oder Entfernen. Die nächste Methode ist für fortgeschrittene Benutzer. Wenn Sie mit dem Registrierungseditor vertraut sind, können Sie Startprogramme damit entfernen. Öffnen Sie dazu das Fenster Ausführen mit der Tastenkombination Win+R und geben Sie hier Regedit ein. In Windows 10 können Sie die Suchleiste verwenden. Gehen Sie im Fenster Registrierungseditor zum folgenden Pfad: HK Current User Software Microsoft Windows Current Version Run für den aktuellen Benutzer und deswegen HK Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Run für alle Benutzer. Wählen Sie hier den gewünschten Parameter aus und löschen Sie ihn einfach aus der Registrierung. Schauen wir uns nun an, wie Sie dem Start ein Programm hinzufügen. Dies kann auch auf verschiedene Arten erfolgen. Nun, da wir bereits im Registrierungseditor sind, fangen wir damit an. Hier gehen wir zum nächsten Pfad für den aktuellen Benutzer: HK Current User Software Microsoft Windows Current Version Run. Und für alle Benutzer: HK Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Run. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den freien Speicherplatz im Registrierungseditor, dann Create String Parameter. Und wir geben den Namen an, den Namen der Anwendung. Nachdem wir mit der rechten Maustaste auf Parameter geklickt haben, wählen Sie im Kontextmenü Ändern. Geben Sie im Fenster String Parameter Ändern im Feld Wert den vollständigen Pfad zu ausführbaren Dateien der Anwendung ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK. Das ist alles, was das Programm zum Start hinzugefügt wird. Was mich betrifft, ist dies ein ziemlich komplizierter Weg, der einfacher sein kann. Zum Beispiel mit dem Taskplaner. Wir suchen es in der Suchleiste und starten es. Klicken Sie dann auf den Parameter Taskplaner Local und im Abschnitt Aktionen auf das Element Einfache Aufgabe erstellen. Geben Sie den Namen der Anwendung an und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt beim Computerstart und klicken Sie erneut auf Weiter. Wählen Sie im Fenster Aktion Programm ausführen und Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster im Feld Programm oder Script den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei des Programms an und klicken Sie dann auf Weiter. Nun, im letzten Fenster Fertigstellen müssen Sie noch auf die Schaltfläche Fertigstellen klicken. Das ist alles. Wenn sich das nächste Mal das System startet, wird das Programm automatisch gestartet. Der einfachste Weg, ein Programm hinzufügen und automatisch auszuführen, besteht darin, dem Startordner manuell eine Programmverknüpfung hinzufügen. Gehen Sie dazu zum folgenden Pfad: C Benutzer, Benutzername, app-data, roaming, Microsoft Windows, Hauptmenü, Programme, Start. Kopieren Sie einfach die Programmverknüpfung beispielsweise vom Desktop in diesen Ordner. Dieser Ordner finden sich ebenfalls entlang dieses Pfads. C Programmdata, Microsoft Windows, Hauptmenü, Programme, Startup. Es gibt auch spezielle Dienstprogramme, die beim Start von Anwendungen helfen können. Eines dieser Programme ist Autorun Organizer. Dies hilft Ihnen, die negativen Auswirkungen des gleichzeitigen automatischen Starts mehrerer Programme gleichzeitig zu verringern. Sein Startmanager hat die Funktion des verzögerten Starts von Programmen. Autorun Organizer bietet an, den Start bestimmter Anwendungen um einen bestimmten Zeitraum zu verzögern und sie ziemlich voneinander zu trennen.
und automatisch gestartete Programme wirken sich nicht auf die Startgeschwindigkeit von Windows aus, da sie einige Zeit nach dem Start des Systems gestartet werden. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.